Und damit recht herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einem neuen Horror-Let's Play hier bei uns auf dem Kanal mit mir, dem Mushroom. Und wir spielen gemeinsam Blair Witch, das neue Spiel von den Layers of Fear-Macher von Bloober Team. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich durfte das auf der Gamescom anspielen und ich bin richtig heiß drauf. Leider etwas später als geplant, Release ist schon ein paar Tage her, aber naja, macht nichts. Ich fange jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Ich bin mal echt gespannt, was uns hier in dieser Horrorfahrt, diesem Albtraum, erwartet. Jess, hey, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. So, da sind wir nun. Im Wald. Unser geiler Hund Bullet, Mann. Bullet! Und das erste, was ich jetzt machen muss, ist auf jeden Fall mal V-Sync aktivieren. Ja, bitte. So. Okay, also. Wir gehören zu einer Sucheinheit, zu einer Suchtruppe, zu einer lokalen Suchtruppe, die den vermissten Jungen Peter Shannon finden soll, der hier in diesem Blair Witch Wald, der berühmte Blair Witch Wald, verschwunden ist. Und sicherlich kennt der ein oder andere von euch kennt auch den Film The Blair Witch Project. Ich glaube, das spielt auch im selben Universum quasi. Ja, Hund, was ist los? Was ist das? Interagieren. Let's find this kid. He's been enough already.
Okay, Anthony, solltest du endlich aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Jungen, des Kindes bei, nachdem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Greg. Ja, danke. Und? Das ist das. Das ist das. Was? Ledergeldbeutel und Foto von Peter. Ah, ich habe ein Hunderleckerli. Hallo? Na dann halt nicht. Gut. Kann ich die Taschenlampe auch wieder wegstecken? Das geht nicht. Ich versuche gerade ein bisschen aus. Probiere gerade hier ein bisschen rum. Also das habe ich auch auf der Gamescom gespielt, diese Szene hier. Sorry, Anthony. First come, first served. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. Also wir sind gar nicht Anthony. Okay, alles klar. Wo habe ich das gerade gemacht? Ah, da. Kanal wechseln A und D. Not now. Give him a call once I'm in the forest. Alles klar. Gut. Mit dir alles okay, Hund? Dann schauen wir uns noch mal kurz um, bevor wir in den Wald gehen. Also, die Hexe ist bekannt den Leuten. Die wissen, was da eigentlich abgeht. Aber sie halten das alles für einen Mythos. Aber ich habe die Vermutung, es ist kein so Mythos. Und ich hoffe, dass der Hund überlebt. Wenn der Hund stirbt, ist das Let's Play vorbei. Hast du was gefunden? Der Hund ist sehr wichtig, ein sehr wichtiges Element für das Spiel. Das werdet ihr später sehen. Das ist ein Kippen. Der ist quasi, der warnt uns quasi so vor World's Best Sheriff. Ja. Das glaubst auch nur du. Kann ich das mitnehmen? Nee. Kann man nur so anschauen. Okay. Was haben wir hier? Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.96 als vermisst gemeldet. Untersuchung 15.09.96. Was? 1435. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannon Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab folgendes. Erstens. Peter wurde zuletzt am 15. September 96 um ca. 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zum Haus seines Freundes machte. Mrs. Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ja, Hund! Reg dich mal kurz ab! Ich muss hier Informationen sammeln, okay? Informationen sind wichtig in diesem Wald. Peter Shannon hatte früher schon öfters versucht, von zu Hause wegzurennen. Okay? Es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. 15.30. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert. Aufgrund Shannons Alter wurde die Gefahrenstufe auf hoch angehoben. Es wurde ein Befehl erlassen, die Suche im Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinen früheren Fluchtversuchen gefunden. Sheriff Emmett Lanning wurde mit der Koordination dieser Operation betraut. Unterzeichnet Oliver Matthewson, Ermittlungsbeamter. Gesammelte Gegenstände werden in deinem Rucksack verstaut. Du kannst sie auf sie zugreifen, indem du ja, mit der Maustaste drückst oder Tab drückst. Gedrückt hältst und den Rucksack auswählst. Ah. Oder... Ah, okay, beides. Alles klar. Ja, okay. Gut, habe ich hier noch was? Was ist das? Die haben sich gut vorbereitet, absolut. Peter Shannon. Mein Gott, es ist viel zu lesen heute. Okay, Peter Shannon, vermisst. Beschreibung, Alter 9 Jahre, Geschlecht männlich, Größe 1,34, Gewicht 31 Kilo, Haare braun, Locken, Augenfarbe braun. Peter trug zuletzt ein grünes T-Shirt und eine Schirmkappe der Baltimore Ravens. Er wurde zuletzt am 15. September 96 in Burkittsville, MD gesehen. Sollten Sie irgendwelche Informationen zum Verschwinden von Peter Shannon haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei von Maryland oder rufen Sie eine dieser Nummern an. Hund! Oh, was hast du da? Zeig mal her. Eine schöne Flasche. Ey, nehm ich mit. Danke, Hund. Danke, Bullet. Richtig geil. Good boy. Good job.
Ich vergesse, wie man ihm Befehle erteilt. Also ganz kurz. Da gibt's so eine Tasten. Bullet-Befehle geben auf C. Alles klar. Hallo? Ist man wieder raus? Okay, wurde noch nicht aktiviert. Gut, kommt wahrscheinlich jetzt gleich. Was haben wir da? What is this? What the fuck? Sieht ein bisschen strange aus. Sieht aus wie so ein Vlog. Um einen Vampir zu töten. Treffen wir Vampire. Twilight. Kannst du die Taschenlampe einfach wieder wegstecken? Gibt's da auch so eine? Mir gefällt so dieser analoge Steven. Ist voll gut. Wenn ich irgendwie im Bild im Weg sitze, das, keine Ahnung, ob ich das sehe. Mal gucken. Aber ich find's eigentlich eine ganz gute Pose hier. Erstmal. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich störe. So, kurz nochmal Steuerung. Interagieren, bewegen. Gegenstand wegstecken. Sonst ist alles okay, Hund, oder wie? Ah, alles klar. Einfach. Was war das? Ich vermute mal, ich habe alles. Ich gehe mal rein. Alter. Diesen Dreckswald gibt's ja wirklich, gell? Come on, boy. Let's go find this kid. Oh mein Gott, los geht's, Leute. Blair Witch. Okay. Bisher noch ganz ruhig. Hallo, Bullet. Ich kann mit dir leider nicht interagieren. Hast du was? Was so? Oh, Bullet, ey. Hör doch mal auf. So, soll ich mal den Dude jetzt... It's called Lanning. Ja, das wollte ich gerade machen. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Well. Time to get to work. Okay, was wir jetzt machen können, ist, dass die Cam doch zur Seite geht. Dass sie doch hier bleiben soll vielleicht. Stört sie nicht so arg. Naja. So, okay. Hast du was gefunden? Was ist das? Police. Wie kommst du jetzt dahin? Warst du nicht gerade eben da? Teleporting Dog, Mann. Boah, sieht cool aus. Sieht nice aus. Auch mal ein etwas anderes Spiel von den Wachen. Finde ich jetzt. Aber es kann sich, glaube ich, noch ganz schnell ändern. Ich meine jetzt so von der
von der Räumlichkeit her, Layer Sophia war meistens immer irgend so Gebäuden oder Räumen. Oder auf dem Schiff halt. Und Observer war in einem Gebäudekomplex. Jetzt sind wir halt in einem Wald. Ah, jetzt. Hey! Komm zurück! Ja. Yeah. Okay, das ist Bullet. Dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Höre auf seinen Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren, aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe. Längere andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Okay. Falls du Bullet aus den Augen verlierst, drücke C, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schaue ihn an und halte C, um das Befehlsrad durchzuschalten. Suchen, tadeln, kommen. Haustier, bleib bei mir, halt. Okay. Jetzt sagen wir Such. Okay, Such. Such! Such! Was hast du gefunden? Kommt ihr mal hinterher? Oh, was ist das? Gut. Ah, da kann ich jetzt sagen hier. Gut gemacht. Good boy. Ja, bist ein Braver. Ein richtig feiner. Ja. Ja, du bist ein Schöner. Du bist ein Schöner. Schöner. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Was ist da? We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. Probably just a raccoon, but yeah. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Komm, such. Such, Junge, such. Nothing there, huh? Fucking brambles. Bullet. You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep. Ich hab ne Nachricht. Nee, nee, nee. Gives me the creeps. You know, back during the Revolutionary War, well, there was this witch. I did say I'd call. She'd kidnap the local children, suck on their blood and whatnot. When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Ingram, ja, könnt ihr mal aufhören zu reden, bitte? Check the hill, Ingram. Got it. Ja, Mann, überprüf mal die Hügel, Ingram, bitte. So, ich soll jetzt irgendwen anrufen, Jess. Ja. Ey, könnt ihr mal wieder aufhören? Oh, den. Hey, Jess, I got your message. Hey, I'm glad you called. How's the search going? Yeah, well, not much luck so far. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. And, Jess, Yeah? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. Mit Alang. I know, just... Don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Thanks, Jess. And call me if things get rough, okay? I'll be here. Will do. Kein Problem. Bullet, alles klar? Komm. Was ist los? Komm, Junge, hier, wir sind kurz mal schmusen wieder. Ja, good dog. Jo, guter Hund. Jo. Ah, komm. Ah, hör doch mal auf jetzt. Alter, aber wo lang jetzt?
Bin ich jetzt ein bisschen verlaufen? Jetzt schon? Oder du bist hier? Wie wär's, wenn du mal kurz suchst? Lass mal suchen. Komm, such. Such. Ach, nichts? Okay. Ja, okay, komm, wir gehen mal da lang. Irgendwas scheint mit unserem Hauptcharakter, mit Alice, nicht zu stimmen. Hä? Was ist los? Was hast du gefunden? Was ist los? Ah, danke. Alter, ihr... Super Trottelmann. Na gut, die sind auf jeden Fall dann hier lang gelaufen. Komm, Bullet. Also in dem Spiel ist auch der Film wirklich passiert. Also quasi die Geschehnisse von diesem Blair Witch Project Film sind in diesem Spiel passiert. Vorher schon? Ja, was ist los? Hä? Na los. Das ist cool. Was hast du da gefunden? Sein Cappy? Good boy. WTF? Leave it, buddy. Now's not the time. Ruhig. Baltimore Ravens. Gross. Haben Sie vorhin nicht Ravens gesagt? We need to hurry. Can you follow the scent? Zack. Riechen. Komm. Come on, buddy. Sniff. Such. Attaboy, go get it. Ellis to base. I found Peter's cap. Great job, Alice. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking losing it. I'll keep you posted. Over and out. Ob das eine gute Idee ist, verdammt. Bullet, wait up. Shit. What the? Es geht los, Mann. Hallo? Bullet? Bullet! Bullet! Oh, hier sieht's aber schon richtig ekelhaft aus. Where are you, buddy? Und? Ich werde langsam nervös. Bullet. Where the hell is he? Hier nicht, okay. No, not now. Bullet. Soweit ich weiß, ist Alice ein ehemaliger Polizist oder sowas. Not giving up now. What the fuck, was war das, Mann? Ganz cool bleiben, Alice, bleib. Ich glaube, das musste passieren, oder? Bullet? Hund, ey. Bullet.
Mach mir doch keine so Angst. Don't leave me like this, okay, buddy? Gell? I can't be alone out here. What is it, boy? Did you find something? Was hast du gefunden? So we're still on Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy. Da, okay. Ich bin hinter dir. Warte, ich muss ans Telefon. Hey, Jess? Hey, Jess. No, I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. Alice, maybe you should... No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen, I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Oh my god, Natürlich spielen wir so einen psychisch kranken Typen. In einem Psycho-Wald, Mann. Jetzt ist die Frage, bildet er sich jetzt alles nur ein? Als er da runtergeflogen ist, weißt du, den Kopf angeschlagen. Und er träumt alles nur noch. Es ist gar nicht echt. Ich folge dir, Bullet. Ich folge dir. Ich hole mal kurz meine Taschenlampe raus, ja. Ist doch schon leicht dunkel geworden auf einmal. Der Wald ist so dicht. Nicht einmal das Sonnenlicht dringt durch. Oh, ein Zelt. Is that a campsite? Ja, ich sehe die Kamera schon. Oh, nice. Das Ganze spielt im Jahre 1996. Habt ihr auch schon mitbekommen? Ja, sieht man da jetzt was irgendwie? What the fuck? Alice, maybe you should. No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little puppy for you to look after. Oh, why, Alice? Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead! Get out! Leave me the fuck alone! Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What did I? Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt schon wieder? Taschenlampe raus. Ja, minimal dunkel einfach hier.
This thing again? Oh, no, it's a different one. Unless someone had too much time on their hands. Oh ja, ist ein bisschen besser geschnitzt jetzt. Bullet, alles okay? Warte, ich muss mal kurz hier checken, alles. Nee, das war auf jeden Fall nicht der Neunjährige. What the fuck? Ich komme gleich. Lass mich nur kurz mal hier alles checken. Ah ja, genau, die Kamera. Stimmt. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. Ja, dann schauen wir mal. Okay, mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in der Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Das ist halt auch ein cooles Element. Okay, schauen wir mal, was jetzt vielleicht important sein könnte. Ah, guck mal! Seht ihr das? Da hinten? Jetzt ist es nicht mehr da? Jetzt ist es da! Das kleine hier, das hier. Da, 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 genau. So. What the hell? What the? Gell, absolut. Bullet! Bullet! You know what to do, buddy. Just like in training. Komm schon. Du hast voll die krassen Augen, ey, Hund. Ja, aber lass mich nicht alleine, Hund, okay? Es ist arschdunkel, Mann. Ich sehe kaum was. Ich glaube, ich mach's ein bisschen heller, wegen YouTube und so auch noch. So. Ah, fuck. Ich hab's jetzt nicht. Anwenden, bitte. So. Damit man etwas überhaupt sieht, ja? Also. Dunkle Atmosphäre ist gut, aber nichts sehen ist halt auch scheiße. Hund, nicht so fucking schnell, okay? Mein Gott, Junge, wieso hast du so lange geschlafen? Was ist passiert? Weshalb er so niedergeschlagen ist? Hat er irgendwas verhauen? Zerstören, Gottverdammt! Olga. Was für eine Olga, Mann. War das die Hexe? Heißt die Hexe Olga? Eine Baba Yaga, Mann. Okay, entscheide dich, Hund. Da lang, sagst du? Na gut. Ich folge dir, Hund. Du bist jetzt so meine Ausrede dafür, dass ich nicht überall rumschaue.